So soll es aussehen. Guckt euch das an. Moin, liebe Grillfreunde. Super, dass ihr alle wieder dabei seid. Willkommen bei Grillblitz. So richtiges Grillen ist für viele immer noch Grillen über Kohle. Das ist einfach eine Sache, die vielleicht auch subjektiv ist, in einigen Bereichen sicherlich auch berechtigt, weil wir einfach den Effekt haben, dass aus der heißen Glut häufig entsprechende Aromen wieder nach oben kommen, weil da was verbrannt wird, was vielleicht dann geschmacks- und geruchsmäßig ins Grillgut zieht und das irgendwie genau den Grillgeschmack gibt, den viele sich wünschen. Für das Grillen über Holz und Kohle gibt es natürlich viele Möglichkeiten. Für mich ist nach wie vor einer der besten der Einsatz eines Kugelgrills. Aber wie bedient man das Ding eigentlich? Wie funktioniert das mit der Luftzufuhr? Wie geht das mit direkt und indirekt? Wie kann man damit räuchern etc.? Das sind alles Fragen, denen gehen wir gleich mal schnell nach. Hier kommt sie, die Bedienungsanleitung für den Kugelgrill. Um die Bedienung eines Kugelgrills besser zu verstehen, schauen wir uns einfach mal die Luftregelungsmöglichkeiten an. Wir haben einen Deckellüfter, der ist hier, der ist regelbar. Da geht es um austretende Luft, um einen gewissen Luftstrom zu erzeugen. Dafür nötig ist natürlich hier der Lufteintritt. Der ist wiederum regelbar mit diesen Flügeln über einen Hebel. Vielleicht gucken wir mal einmal von oben. Hier kann man sehr gut sehen, wenn ich schließe, sieht das Ganze so aus und ich kann also stufenweise regulieren bis ganz geöffnet. Bei diesem Grill ist es richtig schön gemacht. Das Oval bedeutet von innen geschlossen, keine Luft kann in den Grill eintreten. Hier haben wir eine leichte Öffnung. Das heißt also, ich habe eine mittlere Hitze, für hohe Hitze, viel Luft, viel Hitze, gehe ich in diese Position. Gehe ich weiter durch, komme ich auf die Funktion reinigen, deswegen der angedeutete Papierkorb. Die Asche kann durch die Öffnung in diesen Ascheabfallbehälter herunterfallen. Der Vollständigkeit halber kann man vielleicht noch erwähnen, dass es auch möglich ist, nach dem Grillen die Grillkohle zu löschen. Das heißt, man muss sie nicht unbedingt wegwerfen oder ausglühen lassen, sondern durch Wegnahme der gesamten Sauerstoff erlischt die Kohle einfach. Dazu muss ich nur hier oben die Lüftung komplett schließen. Dazu verdrehe ich, dann gehen die Löcher hier zu. Jetzt ist das Ganze geschlossen. Jetzt kann man vielleicht hier am besten sehen, wenn ich hier unten schließe über den Hebel, ganz rüber, zack, ist das Ganze zu. Der Deckel dabei ist zu, kein Sauerstoff, die Kohle geht aus. Kommen wir zum Entzünden der Holzkohle. Im Wesentlichen haben wir zwei Möglichkeiten, die zu empfehlen sind. Mein Favorite ist absolut, einen Anzündkamin zu verwenden. Das heißt, die Kohle kommt in diesen Anzündkamin. Anschließend wird von unten hier gefeuert und das Ganze so entzündet, geht super schnell und man kann sehr schnell grillen. In diesem Grill könnte man das Ganze auch etwas anders machen. Wir haben ja hier unten den entsprechenden Kohlerost. Das heißt, meine Kohle gebe ich direkt aufs Kohlerost und gehe dann bei und habe Anzündhilfen und kann so über Öffnen der Luftzufuhr von unten vollständig und Öffnen der Luftzufuhr hier oben bzw. Offenlassen des Deckels die Kohle gut entzünden. Nachdem die Kohle nun von einer weißen Schicht überzogen ist, können wir den Grill einstellen, um anzufangen mit dem direkten Grillen bei maximaler Hitze. Wir benötigen also die höchste Luftzufuhr, das ist diese Stellung hier. Wenn man sich nicht sicher ist bei seinem Grill, kann man unten gucken, wie lässt er am meisten Luft durch. Oben ist es genau das Gleiche, ich brauche also einen vollen Durchzug, deswegen brauche ich nur gucken, wo sind die Löcher oder Schlitze, je nachdem was es sind, am meisten geöffnet. Jetzt bekomme ich die maximale Temperatur, wenn ich also scharf angrillen will etc., dann bin ich mit dieser direkten Methode mit maximaler Hitze genau auf dem richtigen Weg. Kommen wir nun zum Thema der indirekten Hitze. Der einfache Weg ist, man benutzt zum Beispiel so eine Schale und richtet sich die heißen Kohlen einfach entsprechend der Anforderungen ein. Das heißt, möchte ich hier in der Mitte eine indirekte Zone haben, dann lege ich mir die Kohlen an die Seite, kann hier beispielsweise noch eine Flüssigkeit einfüllen und habe dann hier in der Mitte eine schöne Zone, die nicht ganz so heiß wird, wo zum Beispiel Bratensaft oder was noch abtropfen kann. Einfache Methode. Noch besser geht es aber mit sogenannten Grillkörben. Das heißt also, das sind solche Dinger hier. Anstelle dieser Schale, zumindest in diesem Aufbau, benutze ich
diese Grillkörbe, die haben den großen Vorteil, dass ich die also im Grunde genommen für Bauen von indirekten Zonen sehr variabel einsetzen kann. Funktioniert in der Regel auch in jedem Kohlegrill. Das heißt, das, was wir eben hatten, können wir so leicht wieder erzeugen. Tolle Angelegenheit. Ich kann dann aber auch beigehen und zum Beispiel mir nachträglich schnell wieder das Ganze auf direkt umstellen. Ich habe aber auch die Möglichkeit, mir beispielsweise alles auf die eine Seite zu schieben oder zum Beispiel auch nach hinten, wenn ich das möchte. Wenn man diese ganzen Operationen übrigens in echt macht, also mit heißer Kohle, dann braucht man auf jeden Fall irgendwelche Handschuhe, damit man das so ausführen kann. Die sollten schön lang sein. Diese hier sind zum Beispiel bis 500 Grad temperaturfest und zertifiziert. Schaut einfach mal bei grillblitz.de, da gibt es sowas. So kann man dann also das Ganze auch mit Kohle im Echtbetrieb vernünftig machen. Auf jeden Fall müssen wir uns nur merken, viel Luft bedeutet hohe Temperatur, wenig Luft im Allgemeinen, niedrige Temperatur. Keine Luft bedeutet Kohle löschen. Man muss dabei nur auf alle Fälle beachten, das ist natürlich nicht so wie beim modernen Induktionskochfeld, dass man da was einstellt und sofort reagiert hat. Man kann davon ausgehen, dass so ein Prozess doch schon 10 bis 15 Minuten, teilweise noch ein bisschen länger braucht. Und man sollte vielleicht immer ein bisschen überregeln. Wenn mir das Ding zu heiß ist, dann gehe ich sehr weit runter in den Einstellungen, um einen Effekt zu haben. Kommen wir auch noch mal ganz kurz zum Räuchern mit einem Kugelgrill. Wenn man räuchern möchte, dann hat man in der Regel eine Garphase. Die kann man sich temperaturmäßig schön einregeln. Danach kommt die Räucher- oder Smoke-Phase. Das heißt, ich gebe mein Räuchermehl, meine Späne, meine Chance, was immer ich nehmen möchte, gebe ich in die Glutregel, aber dann weitestgehend ab, sodass der Rauch im Grill bleibt, ein ganz leichter Durchzug, nur noch minimal, und dass die Temperatur unten bleibt, um dann mein Grillgut oder in dem Fall Räuchergut natürlich mit dem entsprechenden Räuchergeschmack zu versehen. Und wenn man Kugelgrill sagt, dann bedeutet das eigentlich auch immer Weber. Es gibt natürlich auch noch viele andere Hersteller. Das Prinzip ist immer das gleiche, aber die Weberkugel kennt jeder. Ich liebe diesen Grill. Ich habe ihn mit Deckelscharnier, was nebenbei bemerkt auch nach einigen Jahren noch hundertprozentig funktioniert. Da bin ich eigentlich ganz zufrieden. Die Verarbeitung, in der es könnte natürlich eine ganze Ecke besser sein. Und dann gibt es da eine Sache, die mich ganz besonders stört. Das ist das Gewackel der Beine. Diese echt dünn ausgearbeiteten Dinger führen also dazu, dass das Ganze hier totales Gewabbel ist. Das ist also, ich sag mal, da glaubt man wirklich, das ist irgendwie ein 39-Euro-Ding aus dem Baumarkt. Gefällt mir gar nicht. Der Grund für diese Wackelei ist eigentlich schnell ausgemacht. Wenn man jetzt mal guckt, vielleicht kann die Kamera das sehen. Einmal sind das gesteckte Beine, die aber hier in der Fassung im Grunde nicht richtig drin sitzen. Außerdem nicht besonders verwindungssteif, weil das recht dünnes Aluminium ist. Man bräuchte also neue Beine, besseres Material und vor allen Dingen hier die Befestigung muss einfach besser sein. Und ihr habt es euch sicherlich gedacht, da gibt es was von grillrost.com, also Mini-Werbeblock, aber große Wirkung. Wir bauen die Dinger jetzt mal an. Tolle Beine, richtig schwere Geschichte, vollkommen Edelstahl, ich glaube pulverbeschichtet, das heißt, halten wahrscheinlich länger als alles von dem Grill. Gibt es in Rot, in Hellgrau, das ist so eine Art Silberton, und in Schwarz. Ich habe mich für Schwarz entschieden, wir montieren. Mitgeliefert wird neben den Beinen auch diese bebilderte Anleitung. Also das ist narrensicher gemacht, die Angelegenheit. Und sämtliches Zubehör, was man so braucht. Dinge, die ersetzt werden müssen. Das Einzige, was man noch braucht, ist ein Hammer, eine Zange und einen Schraubendreher. Als erstes entfernen wir die Abdeckung der Achsbefestigung. Das ist recht einfach gemacht. So. Jetzt die Sicherungssplinte der Achse. Auch einfach gemacht. Die werden so gerade rausgezogen. Dann kann ich hier also jetzt schon das Rad entfernen. Das Gleiche mache ich auf der anderen Seite nochmal. Jetzt entfernen wir den Dreieckstabilisator mit der Achse. Der kommt hier raus, so. Jetzt müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Einmal nach oben damit. Zack. So sieht das Ding aus. Wir nehmen die Beine raus. So, ist einfach Knöpfchen drücken. Bein rausnehmen. Das nächste. Das ist vielleicht nicht bei jedem Weber-Modell so wie bei diesem, aber grundsätzlich müsste es gleich sein. Allein der Gewichtsunterschied ist schon mega. Also ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber damit ihr mir glaubt, wir wollen das Ding jetzt mal eben wiegen im Vergleich. Das ist das Originalbein inklusive
Kunststoffstopfen. Wir kommen, und ich hoffe, die Kamera kann es sehen, 95 Gramm. Wir nehmen jetzt das Grillrost.Combine, auch mit Stopfen, und liegen bei 470 Gramm. Das heißt also, wir sind so bei dem mehr als Vierfachen an Gewicht und liegt also am Material. Das hier ist Aluminium, ja, dünn, sehr leicht und natürlich auch nicht sonderlich stabil. Sieht man hier, also schon leicht verbeult. Und das hier ist Edelstahl bei entsprechender Wandstärke. Das Einsetzen der neuen pulverbeschichteten Edelstahlbeine ist denkbar einfach. Einfach in die Löcher. Wir drehen das Ganze, passt wirklich satt. Das heißt also, die sind so schon stabil wie sonst was. Jetzt gucken wir, dass hier die Löcher deckungsgleich werden. So, da ist das Loch. Ganz genau. Das Ganze setzt jetzt schon bombenfest. Und jetzt verschrauben wir das Ganze. So, die Ablagenachse wieder rein. Das heißt, ich muss hier mit der hier vorsichtig so einfädeln und am Ende hier die Achse rein. Fertig. Und das letzte Bein. Dann ist die Angelegenheit schon erledigt. So, alles schön präzise gemacht. Passt genau. Einmal alle drei nachgezogen. Fein. Zwei. Okay, und die dritte. Jetzt noch die Räder montieren. Denkbar einfach. Wir machen gleich die Abdeckung dazu. Zack, und die andere Seite. Dazwischen gesichert und die Abdeckung drüber. Und die Sache ist geritzt. Der Umbau hat wirklich nur wenige Minuten gedauert. Und wir haben das Ding optimal gepimpt, sieht klasse aus. Ob es technisch gut ist, möchte ich jetzt gerne mal zeigen. Natürlich habe ich es eben schon ausprobiert. Aber man sieht deutlich, ich kann hier, also ich bewege mich. Es ist zwar so, natürlich gibt es hier eine Bewegung, aber die ist ganz anders. Wenn man da mal wieder rauf guckt, ich drücke hier wirklich dagegen. Das ist jetzt so, wie es sein soll. Jetzt haben wir ein fast perfektes Produkt aus meiner Sicht. Wirklich perfekt gemacht, eine coole Sache. Jetzt wird es aber auch wirklich Zeit, dass wir mal praktisch grillen. Leider gab es eine kleine Tonstörung. Deswegen ganz kurz dieser nachvertonte Teil. Anzündhilfe liegt im Grill unten auf dem Kohlerost. Der Anzündkamin ist vernünftig befüllt. Man braucht gar nicht so viel Kohle, wie man immer meint. Und das Ganze wird jetzt recht schnell gehen. Wie man sieht, es qualmt schon ordentlich. Schauen wir uns das gleich mal eben an. Bei dem gut halb gefüllten Anzündkamin haben wir jetzt also 12 Minuten gebraucht, um diesen Zustand zu kriegen. Da kann die Kamera mal reingucken, das ist so, durch diesen enormen Kamineffekt geht es also super schnell. Jetzt laden wir das Ganze mal um. Mit zwei Kohlekörben. Jetzt positionieren wir den Grillrost. Zack. Das sieht auch super aus. Und ich kümmere mich mal ums Grillgut. Auf die Schnelle vorbereitet. Schöne Schweinemedaillons aus dem Filet geschnitten, umwickelt mit Bacon, bisschen Pfeffer, bisschen Salz. Das Ganze wollen wir jetzt langsam saftig hinbekommen. Indirekt. Und am Ende dann räuchern, smoken mit ein bisschen Holz von alten Whiskyfässern. Wir haben das Ganze also indirekt von links und rechts und unser Fleisch dazwischen liegen. Wir schließen mal den Deckel, nehmen jetzt die Abluft auf die Hälfte runter. Gut, die Hälfte würde ich sagen. Und auch hier im unteren Bereich, vielleicht kann die Kamera das sehen, hatten wir volle Pulle. Und wir gehen jetzt mal recht weit runter, nicht auf ganz schließen. Aber kurz verschließen. Wir wollen mal gucken, wo wir mit der Deckeltemperatur gleich liegen. Gute 10 Minuten später. Es riecht hier ganz lecker. Ich habe das Ganze ein ganz bisschen geändert, indem ich das Setup auf direkt umgestellt habe. Wir müssen mal wenden. Das Ganze sieht auf jeden Fall super aus und riecht auch klasse. Das sieht doch auch toll aus. So. Okay.
Das Ändern ist übrigens super einfach, wenn man die Kohlekörbe verschieben will. Da muss man nur hier den Rost aufklappen und jetzt kann man mit der Zange den Korb verschieben. Coole Angelegenheit. Ich habe das jetzt doch mal auf direkt gestellt, um etwas bessere Röstaromen zu kriegen. Und wir schließen den Deckel nochmal. Die Deckeltemperatur lief übrigens die ganze Zeit so etwa bei 230 Grad. Wir sind auf der Zielgeraden. Das Ganze sieht super lecker aus. Jetzt veredeln wir nochmal zusätzlich mit sogenannten Chunks. Das sind Abschnitte in diesem Fall vom Eichenfass, in dem Rotwein gelagert wurde. Und das riecht man wie sonst was. Riecht mega. So, okay, komm. Die kommen noch kurz dazu. So lange gehen wir jetzt wieder auf indirekt, weil unsere Temperatur schon recht hoch ist. So. Zack. Eins. Und da auch noch einen rein. Und zwei. So. Wir schließen wieder. So. Gut. Und Deckel zu. Die Eichen-Rotwein-Fass-Chunks sind eingelegt. Man sieht auch gut, dass das Ganze sehr gut raucht. Ich nehme hier mal ein bisschen runter und auch die Luftzufuhr ein Stück runter, dass wir den Rauch besser im Grill halten. So. Jetzt gehen wir ein paar Minuten. Die Zeit ist um. Es räuchert zwar noch wie irre, aber so soll es aussehen. Guckt euch das an. So, ich würde sagen, direkt der soll es sein. Den haben wir gemessen. Besteck und wir werden erstmal beherzt durchschneiden. Oh, das sieht gut aus. Lecker. Gemeinsam mit dem Bacon. Sehr lecker. Und die zusätzliche Rauchnote. Und mit dem Bacon zusammen, der ja sowieso, Entschuldigung. Mit dem Bacon zusammen, der ja sowieso diesen Rauchgeschmack hat, ist es praktisch nochmal eine Verstärkung. Super saftig, zart, geschmacklich, absoluter Knaller und eben so schnell gemacht. Und Schweinefilet ist gut verfügbar. Also auf jeden Fall bin ich mit dem Ergebnis super zufrieden. Man erahnt ungefähr, was man mit so einem Grill alles machen kann. Und das macht einfach immer wieder Spaß, auf echter Kohle zu grillen oder sogar mit etwas Feuer. Abschließend bleibt zu sagen, dass es super lecker war. Bei euch möchte ich mich bedanken, dass ihr alle so lange zugeschaut habt. Bei Sina, die heute die Kamera gemacht hat. Das Wichtigste, alles was wichtig ist, findet ihr unterhalb des Videos in der Videobeschreibung. Da sind auch die wichtigsten Links etc. Schaut auch gerne mal in meinen Shop, das ist grillblitz.de, ganz einfach zu merken. Ich freue mich auf das nächste Mal mit euch und bleibt alle schön gesund. Bis dann. Tschüss.